Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zu 7 Days to Die. Schön, dass ihr da seid. Die Crew ist komplett. Hallo. 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 Hi. Hallo. Oh. Stirb, böser Zombie. So, das wird generell sowieso gleich ein bisschen lustig hier. Finde ich. Ah, oh, guck mal, da ist auch der Jürgen. Da ist er wieder. Weil gleich hier so nachts dunkel und Dinge looten, wird bestimmt super gleich. Ja, wir haben ja jetzt alle Mining-Helme. So, Jürgen, kommst du mal eben Crossbows machen? Bin gerade auf dem Weg. Kann auf jeden Fall mal eine Menge Leder mitnehmen hier. Wo sind Reifen? Ja, genau, das frage ich mich auch gerade. Wo sind die Reifen? Die liegen noch auf der Straße. Werdet ihr das schon finden. Ja. Hat aber auch keiner abgefragt hier. Nee, ist das jetzt war keine Rede. Ist das jetzt echt euer Ernst? Was, danach hat keiner davon hat keiner was gesagt von Reifen. Nein? Also ich hab welche. Ihr seid doch fertig, ey. 8er, 26er, 42er und 85er. So. Ich dachte, ich nach Hause gehen. Jürgen, ich leg dir in die linke Kiste die Parts für Crossbows. Ganz unten. Komm nicht voran mit dem Minibike. Passen Platten. Ja. Welche Luft aus den Reifen. Nee, das ist kein Minibike, das ist ein Hoverboard bisher, ohne Reifen. Boah, geil. Ja. Ansage. Sagen, versteht ihr das Problem da jetzt nicht so ganz. Alter. Oh, ist hier. Was ist da los? Wie kriege ich am wahrscheinlichsten einen Reifen aus dem Reifen? Axt. Der Axt. Mit der Axt. Ja. Oh, der Sledgehammer. Sledgehammer. Warum sind hier eigentlich Minen drin? Das weiß keiner, gell? Na egal. Was du drauf trittst? Oh, schon wieder eine Fehlermeldung. Ne? Wow, gibt's da? Die habe ich aber diesmal auch. Okay. Dann bleib weg von mir, ich hab sie nicht. Machen wir mal kurz einen Test. Nee, ich komme nicht mehr in die Kiste. Ja, ich kann doch nicht mal im Chat was schreiben. Eieieiei. Ist auch alles kaputt. Mann. Ja. Gut. Also Martin, ich habe deine Nachricht gelesen. Echt? Also Server geht da noch, ja, dementsprechend. Ja, ja. Gut. Dann probier es einfach nur mal mit einem Reconnect. Hab schon gedacht, dass du das lesen kannst. Jetzt bin ich bestimmt gestorben oder sowas. Irgend so eine Grütze wird dem jetzt eingefallen sein. Ja, und du siehst nicht mehr, von wer dich erschossen hat, das ist das Schöne. Cool. Ich komme nicht mehr auf dem Server drauf, weil Objektreferenz not sent to an instance of an object. Genau. Ja, ich auch. Dich. Wäre sehr nett. Hat er mich schon gekickt? Nein. Warum nicht? Jetzt. Martin mich auch. Der Martin kickt einfach Leute aus der Aufnahme raus. Oh, das war der Tobi, ups. Das hätte ich mitbekommen. Nach der immer unterm Schreibtisch sitzt und immer nur dumm Zeug schwätzt und Bier säuft.
Was? Was hast du gegen meine Katze, die unter dem Schreibtisch sitzt und Bier säuft? Nichts, die ist mir sympathisch. Olle Muschi. Jürgen, willst du nicht mehr, oder was? Mal sehen, ob er mich diesmal lässt. Du hast doch noch gar nicht probiert. Doch. Jetzt hast du es probiert. Ah ja, da war ich eben also. Sehr schön. So, mal gucken, ob ich jetzt denselben Fehler wieder kriege, wenn ich hier dran gehe. Nein, diesmal nicht. Das freut mich schon mal. So, es ging ja bis dann. Oh Gott. Wo kommst denn du her? Okay, das war jetzt hart gemein gerade. Weil? Okay, ich muss mich nochmal auslocken. Wer wird hier verprügelt? Irgendjemand. Ich höre nichts. Ich glaub, du warst das live. Nö. Das Nudelholz klingt anders. Weit und breit. Niemand zu sehen. Mach die Augen auf. Also, guck mal außerhalb des Bildschirms. Ja. Ah, Jürgen sehe ich zumindest schon mal. Der steht auf den Kisten drauf. Gut da. Wer hat die gesperrt? Ah. Ich gerade aus Versehen. Müsste frei sein? Ich komme aber nicht dran. Nee, kann ich Spur nicht verwenden. Auch so ein bisschen Glück gehabt gerade. Okay, dann weiß ich aber nicht, woran es liegt. Ich habe mich gerade ausgelockt. Ja. Mal auslocken. Kann auch sein, dass wir vielleicht dann einfach mal den Server neu starten müssten, sollten, wie auch immer. Guck mal, jetzt ist die Kiste wieder frei, wo er weg ist. Geht wieder auf? Ja, geht wieder auf, jetzt wo du draußen bist. Okay, dann war's schon. Tschüss, Daniel. Ja, ich dachte mir, ich starte auch mal neu. Könnte ja auch sein, dass ich das vielleicht verarmt. Wir wissen es noch nicht. Wollt ihr anderen euch vielleicht einschließen? Ja, super Idee, Jürgen. Peter kloppt sich gerade mit Zombies, seinem Hu zu urteilen. Nee, der Boden ist vor mir eingebrochen. Es gibt dir nämlich einen Raum, das ist, wenn du den falsch betrittst, brichst du nämlich gerade einfach mal durch. Immer schön über die Couch schlafen. In dem Crackerbook Wolkenkratzer, ne? Ja. Hab ich auch schon mal hingekriegt, dass ich dann plötzlich im Erdgeschoss stand. Ja, Peter, übrigens gibt's noch einen Raum weiter oben. Da brichst du auch durch. Gott, ey. Dann hab ich das überlebt. So langsam wird's auch echt kritisch mit der Munition hier. Oh, geht ja auch nicht im Dunkeln da rein. Warum? Ohne ordentliche Ausrüstung.
So, ich habe mich vollgeladen, ich habe das Minibike vollgeladen, ich fahr mal nach Hause. Kommst du wieder? Nö. Nö. Hast du auch einen Korb eigentlich mit davon gepackt? Nö. Dein Ernst? Gott. Jetzt nicht so scheiße noch ziehen würde, wo ist der Zombie, Mann? Gott, das war unnötiges Munitionswasten von mir gerade. Aber sowas von unnötig. So, ich hätte noch 8 Schuss. Doch noch so viel. So langsam wird's kritisch. Das kommt, das wird noch richtig witzig hier. Habe ich doch einmal gut getroffen, die Stadt. Ja, hast du eigentlich richtig gut getroffen. Oh, guck mal, da habe ich Munition gefunden. Sehr schön. Oh, ich sehe du, wie wir über den Berg fährt. Absolut. Ja, kann ich auch sehen. Super. Dann montier aber bitte gleich, wenn du wieder zurückfährst, vor nochmal einen Korb dran. Korb ist doch schon lange dran. Verarscht er mich auch noch. Daniel, mittlere Kiste ist in Armbrust drin. Super. So. Also, wer hat gesagt, ich komme zurück? Tausche gegen Munition habe ich da reingelegt. Du? Nö, habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, ich habe alles vollgeladen und fahre jetzt mit dem Minibike zurück. Nee. Jetzt machen wir zu Hause Schnick, Schnack, Schnuck. Martin und ich, wer das Minibike behalten darf. Nee, ich weil... wo er dran spielt, du kommst zurück. Oh, was ist das hier? Hast du versenkt? Nee. Oh Gott. Ich bin froh, dass es gerade gar nicht leckt. Oh Gott. So, da waren es nur noch 3 Schuss. Die Haltbarkeit hat dein Crossbow noch, Peter? Ich hab keinen mehr. Sondern womit schießt du denn? Ja, im Moment in der Pistole. Denn ich muss mir hier den Arsch hinterher tragen. Legen, zerlegen. Will doch nur so ein scheiß Minibike-Buch haben. Kann doch nicht zu viel verlangt sein, ne? Ja. Ich warte jetzt hier einfach bis 4 Uhr, bis sie wieder langsam sind. Dann kannst du wenigstens mit dem Messer angreifen. Oh, Minibike. Was? Oh, Minibike. Schieß es. Ja. Kann keiner von uns haben. Schieß es, dann darfst du es behalten, Martin. Ich das auch schriftlich. Doch, das ist schön. Oh Mann, ihr seid krank. Wie gut damit, dass mit S das Minibike genannt ist, ne? Gemeint ist. Richtig. Tobi hat's wenigstens verstanden. Wer vergewaltigt da seine Tastatur, Mann? Hör auf, das ist Mann. Der Martin, der nicht ans Minibike kommt. Ich bin doch nicht blöd, ich lock das. Ja. Shit. Das war ja mal eine recht gute Idee eigentlich gerade. Das zu locken fand ich auch. Nein. Nein. Ach ja. Verlegen. Na komm, warte ich jetzt einfach.
Den können wir auch schon mal squatten. Dieb! 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 Der Martin hat's aufgekloppt, oder? Ja, klar. Das Schlimme ist, der komplette Sprit ist hinten im Körbchen drin. Und der kommt auch noch weit. So weit hat er nicht gedacht. Ja, könnt ihr jetzt mal hier bitte endlich mal der Tag anbrechen, solange es, wenn es mir hier zu viele Zombies von denen nicht flüchten muss. Aha, geh weg. Oh Gott, Hilfe. Werde Tag, Mann. Oh Gott sei Dank. Endlich kann ich weiter looten gehen. Haben sie immer noch nicht gern, leider. So läuft's. Oh ja, sehr cool. Der Schaufel gerade voll auf die Couch gehauen. Sehr sinnvoll. Ja, dann lad mal aus. Ja, geht ja nicht. Wieso? Kannst ja nicht auf die Sachen zugreifen. Achso, du kannst nur fahren oder was? Ja. Wenn du es aufkloppst, sagst du. Nee, ich hab's Passwort eingegeben. Ist nicht aufgekloppt. What the fuck, warum kennst du das Passwort vom Tobi? Weil das total schwierig ist. Naja, das habe ich ja gesehen, wenn es der Martin auf Anhieb eingegeben hat. Auf Anhieb nicht, das war der 6. Versuch. Dann ist das immer noch nicht schwierig genug. Wie soll ich es denn ausladen? Mhm. Ja. Ja, aber dann kannst du doch drauf zugreifen, wenn du das Passwort kennst. Nee, oder kannst nicht? Du nicht. Du kannst nicht auf den Inhalt zugreifen, solange ein Schloss drin ist. Nur der das Schloss reinpackt, oder was? Ja. Ah, okay. Mach das scheiß Schloss da raus. Ja, dann steig mal ab. Gott. Da klappt sich schon mal ein Minibike, merkt ihr? Ja, weißt du denn, ich muss mich hier mit einem Messer durch so einen Crack-A-Book-Wolkenkratzer hier bügeln. Hätte ich auch draußen bleiben können. Gerade den Tank geleert. Ich hab das Schloss rausgenommen, wie du gesagt hast. Leider habe ich keinen kleineren Motor gefunden, den man einsetzen kann. Ach doch, 77er Motor hätten wir hier noch gehabt. Vom Prinzip her. Wo willst du den einsetzen? Moped oder was? Ja. Ich habe Martin keinen Sprit da gelassen und einen 100er Motor eingesetzt. Mein Gott. Ich komme mir ein bisschen getrollt vor, so langsam. Ach, ist täuscht. Gott sei Dank hat der Zombie daneben gehauen. Ich bin schon gewundert. Wenn ich den hab grad nicht aufstehen hören oder so. Da waren wir schon drin, da waren wir schon. Aua! Was ist denn da im Hintergrund los bei dir, Tobi? Nicht. Sind ihr sicher? Ja. Wohnst du noch zu Hause? Nö. Ah, da. Thank you.
gibt's doch gar nicht, Mann. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Oh. Bücherregal bitte aufmachen einmal. Also, hier. Gas könnte ich zumindest schon mal herstellen. Bedamas. Hm. Sofort. Ah, guck mal, wie man das hier mit so. Wenn du mich jetzt erschießt. Bin ich tot. In dem oberen Regal ist was für dich drin. Okay. Ich gebe dir jetzt mal hier die ganzen Rezepte da oben. Was in dem oberen? Wo denn? Hinter dir. Ah, ah. Ich kann mich endlich wieder verteidigen. Du hast schon eine gute Figur gemacht mit deinem Messerchen. Läuft, ne? So, guck mal hier, das sind alles Schematics, die ich schon kann. Guckst du noch auf seine Figur oder was? Du nicht? Irgendwie bedenklich. Ja. Ich hatte schon vorhin schon mal gelesen. Na gut. Hier, guck mal hier rein. Crossbow, nice. Martin, die Batterie geht auch leer, wenn du es auf dem Minibike das Licht anlässt. Bei mir war das Licht aus. So, den Alter. Rest konnte ich schon, zwei Stück konnte ich lernen. Ich habe den Rest jetzt erstmal eingesteckt. Ey, das ist doch nicht den hier ernst, die ganzen Regale hier durch. Wo ist diese Scheiße von diesem Minibike? Hm. Na gut, letzten. Leute. Ob wir tatsächlich Minibike noch oder noch was. Oh. Fürs Minibike finden. Werden wir herausfinden. In der nächsten Folge hoffe ich doch mal. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch einen Daumen da. Ah, und bleib weiter dran bei dem Projekt. Bis dann, Leute. Tschüss. Oh. Tschüss. Tschüss.